We Shall Overcome ist ein Konzert mit vielen kleinen Spielszenen dazwischen. Es geht um das Leben von Pete Seeger. Pete Seeger ist 94 Jahre alt geworden. Und dazu gibt es ganz viele Lieder, die Pete Seeger geschrieben oder gesungen hat. Irgendjemand hat mal gesagt, der Mann sei unbreakable gewesen. Der war nicht umzubiegen. Der hat, wenn er im Hotel gespielt hat, nicht im Hotel geschlafen, sondern bei Freunden. Der wohnte nicht in der Stadt, der wohnte mitten im Wald in einem Blockhaus, was er selbst gebaut hat. Der Mann hat eine Umweltschutzorganisation gegründet, als die Grünen noch nicht geboren waren, lange vorher, schon in den 60ern. Der war seiner Zeit ziemlich voraus und der ist für seine Überzeugung auch ins Gefängnis gegangen. Ich glaube, das wird ein Abend mit sehr viel, sehr, sehr schöner Musik, mit ganz tollen Liedern. Ungewöhnlich dargeboten mit einem großen Chor und einem Ensemble und einer kleinen Band. Und ich glaube, dass man auch reingehen sollte, weil wir ein tolles Ensemble haben, das bisher mit einer unglaublichen Liebe und einem unheimlichen Spaß auf die Bühne bringt. Ich glaube, es lohnt sich schon anzugucken.